Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4 im Automatron DLC. Das sieht doch cool aus, oder? Ich habe direkt nachdem der Ladebildschirm weg war, Start gedrückt und dann sah so aus. Und ja, wir sind immer noch im Kampf gegen den Typen Avatar. Ist schon. Und ja, wir haben es geschafft, so 3-4 Mal hier zu verrecken. Und ich gucke mir zwar keine anderen Fallout 4 Let's Plays an, aber ich würde mal sagen, ich bin. Oh, warte. Meine Knarre sah jetzt anders aus. Ich glaube, ich bin die Person, die irgendwie den schlimmsten Einstieg überhaupt hatte ins DLC. Also, ich behaupte das jetzt einfach mal. Ja, und jetzt kommt der auch noch. Schieß! 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 Jawohl! Nein! Gott. Ich bin so bescheuert. Warum vergesse ich das immer? Es geht schon wieder los. Oh mein Gott. Jetzt bin ich mir definitiv sicher, dass ich die Person mit dem schlimmsten Einstieg im DLC bin. So. Mäuschen. Oh mein Gott. Ja. So, Sicherheitsabstand, Sicherheitsabstand. Ich Bock mehr zu verrecken wegen meiner eigenen Blödheit. Aha. Oh, frisst da und freck bitte. Mysteriöser Fremde. Nein, auch gut. Leck mich. So. Diesmal nicht gierig oder dumm sein. Jetzt einfach warten. Der Fall explodiert. Wer wie beim letzten Mal ist hier, dann kommen ja auch noch gleich wieder Raider, ne? Wir haben kein Problem mit dem Leitfallschlägen weg. So, jetzt abhauen. Explodier. Explodier. Jetzt wird das natürlich voll lange dauern. So, dann haben wir hinter uns. Und jetzt bitte. Ist eigentlich wieder geglitscht oder irgendwie sowas. Ah, Dingens. Ist das irgendwie Dingens hier? Ja. 0,1 und gibt 30 TP. Das erinnert mich voll an die Reparatursätze aus Knights of the Old Republic, wo man seine Robotergefährten mit. Das waren sozusagen Medikits für Roboter. Und ja, das ist das mehr oder weniger. So ein extra Medikit für Roboter halt. Konnte man vorher nicht mit einem Stimpak heilen. Ich habe das, glaube ich, nie gemacht. Ich habe allgemein noch nie gemacht, meine Stimpaks benutzt, um hier meine toten Gefährten wiederzubeleben, sag ich mal. Also Todgefährte. Die am Boden lang. So. Und ja, ich glaube, die waren alle Jackson. Okay. Ich habe viele Holobänder bekommen. Alles okay bei dir? Dank ihres Timings habe ich nur um. Verdammt, Mein Beileid. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Gloria hat das gefallen, sehr gut. angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen. Erzähl mir von diesen Robotern. Sie streifen durch das Ödland und behaupten, für Ordnung zu sorgen. Wir haben sie gegen Raider kämpfen sehen, aber sie greifen auch Unschuldige an. Siedler, Kaufleute und Karawanen wie die unsere. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen, den Mechanist. Der Mechanist? Der Mechanist? Meine einzigen Informationen stammen von den Augenbots. Die falschen reden von Friede und Gerechtigkeit. Nur eins ist sicher, diese Roboter bringen nichts als den Tod. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten.
Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Bist du keine Rache? Was ist eine Roboterwerkbank? Mit der Roboterwerkbank können Sie Ihre eigenen Roboter erbauen und modifizieren, sofern Sie genug Ressourcen haben. Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Ich möchte verhindern, dass diese Mechanist-Roboter noch mehr Unschuldige töten. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics-Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Ah, okay. Ja, gehen wir, Ada. Bei General Atomics gibt es wertvolle Dinge zu plündern. Dann ist sie also mein Roboter-Gefährte. Curry nach Sanctuary. Okay, war schön, Curry. Ich wollte eigentlich diese Laserpistole geben. Oh, ich habe schon Dings bekommen. Die ich gerade aufgehoben habe, aber anscheinend willst du nicht. Was hast du in? Eine neue Bedrohung. Ich schalte nach dem Schützen Ausschau. Was? Was seid ihr denn? Oh nein, ihr bringt nicht meine Versorger um. Ihr könnt sterben. Also nur normale Siedler, die haben nicht so einen Schutz. Wie meine Charaktere mit Namen. Oh, Curry. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Aber natürlich. Also diese blöde Planke. Ja. Meine Güte. Du bist Wissenschaftlerin, du brauchst nicht solche primitiven Waffen. Ja, ich kann ja Roboterwerkbank bauen. Aber ich habe erst ein paar Holobänder noch gesammelt. Warte mal. Der eine hat, glaube ich, auch welche, ne? Hurts. Ich sollte vielleicht hier die ganzen Sachen mitnehmen. Vielleicht brauche ich genau die Sachen, aber wenn ich weiß, dieser Jackson-Typ oder Shay ist, keine Ahnung. So, die, genau. So. War jetzt mal ein sehr holpriger Einstieg hier, aber wir haben es geschafft. Halbwegs. Da ist noch jemand. Warum hat ein Roboter Fleisch bei sich? Ich nehme an, die sind so oder so tot. Also auch wenn ich jetzt hier schneller hingegangen wäre oder so, keine Ahnung. Holbänder und Tagebücher. Erstmal Zoes Tagebuch, glaube ich. Boah, ich muss ein paar Sachen hier aussortieren. Blöd ist, ich kann die ganzen Schlüssel nicht ablegen, das geht mir ein bisschen auf den Nerven. Wenn dein Name nicht Zoe ist und du es hier liest, dann bist du tot. Dies und das, okay? Also, ich habe beschlossen, auf diesen kleinen Holobahn ein Tagebuch zu führen. Heute haben wir einen Best-Shopplatz angehalten. Nicht so eklig vom wilden Grund überlaufen wieder. Ich glaube, Ada und ich konnten eine recht gute Verteidigung aufbauen. Okay. Raider sind dumm. Boah. Das ist natürlich auch nicht cool. Es wird Zeit, weiterzugehen. Typisches Leben im Ödland halt. Also, ich glaube, ich nenne ihn Hurts. Ich bin gespannt. Okay. Ernsthaft? Das wird so leicht. Sein, die hat auch schon bessere Zeiten. Kaufrausch. Ein Kauf ist halt gemacht. Ich war auf dem Weg nach Diamond City. Okay. Da. Ja. Oh, das habe ich auch noch dabei. Okay. Jetzt gucken. Mechanist. Irgendwann mit Mechanist. Nein, ja, die ganzen Passwörter, die kann ich auch nicht ablegen. Das ist ein bisschen blöd hier, Mechanist-Holoband.
ist, bringe euch ein Zeitalter des Friedens. Fürchtet euch nicht. Erstmal ich in euren Deutsch, oder? Eure Verbündeten, eure Beschützer. Und sie werden erst ruhen, wenn das Commonwealth gerettet ist. Gemeinsam werden wir wieder Gerechtigkeit schaffen und ein neues Zeitalter einläuten. Ja. Ja, so einen kleinen Superhelden. Macht ihr einen auf Superhelden und so, habe ich ja schon gesagt, im letzten Part. Jackson's Holoband. Uns sind heute ein paar feindliche Roboter begegnet. Sie waren wild zusammengewürfelt, wie die, die wir an dieser Werkbank gebaut haben. Das Seltsame ist, dass einer von ihnen etwas von einem Mechanist gefaselt hat. Und dass sie hier sind, um das Commonwealth zu beschützen. Beschützen. Von wegen. Wir konnten entkommen, aber diese Dinger waren gefährlich. Shades und ich sind zurückgegangen und fanden einen Arm, den wir abgeschossen hatten. Wer auch immer diese Dinger baut, ist ein Könner. Vielleicht sogar besser als ich. Ich muss Ada und Hertz verbessern, damit sie mich noch beschützen können. Komische ist ja, man hat ja mehrere Möglichkeiten, die Quest im Fallout 3 zu erledigen. Und alles... Okay. Okay, die einzige Möglichkeit, dass die Story, so wie sie jetzt ist, hätte passieren können, wäre, wenn man den Mechanist geholfen hätte, diese Ameisenfrau zu erledigen. Also mit denen zusammengetan hätte, weil dann hat er auch irgendwie das Dingens in Ruhe gelassen, das Dorf. Was die beiden genervt haben. Dann wäre er immer noch der Superheld gewesen und nur der Antagonizer wäre weg gewesen. Ach, hier muss ich auch noch hin, oder? Okay, das war aber schon vorher da, glaube ich. Da war ich noch gar nicht. Also ja, die einzige Mission, die einzige Möglichkeit, wie die Story Sinn machen würde, wäre, wenn man den Mechanist geholfen hätte, den Antagonizer zu erledigen in Fallout 3. Weil dann wäre das genauso geschehen, dass das hier Sinn machen würde, weil man hat ja auch die Möglichkeit, den zu töten oder den zu überreden, diese Superheldenmasche sein zu lassen, weil das idiotisch ist oder irgendwie sowas oder mehr Probleme verursacht. Überreden halt. Also so ist das dann, würde ich mal sagen, Canon. Dass, man ist nie in Fallout 3 denen begegnet. Hätte auch passieren können. Dann hätten die einfach weitergemacht da. Wären allen auf die Nerven gegangen und... Hey, waren wir doch schon, oder? Waren wir doch vor kurzem, noch vor den letzten 3-4 Parts. Halt! Warte mal, Hey, warte mal. Da... Ne, da waren wir, oder? Ne, warte mal. Da waren wir, genau, ja. Boah. Irland ist viel zu groß. Das ist ein Nachteil, wenn man schon so viel gesehen hat. Einige Orte sehen irgendwie gleich aus, oder man könnte meinen, die sehen gleich aus. Das ist aber viel zu groß, das Spiel. Oh mein Gott. Oh, what? Hey, da kommen die Golden Ones noch. Oder auch nicht. Weil die Überschaft da ist. Boff. Verstehe nicht, warum ich die jetzt irgendwie, warum ich jetzt so stark bin. Weil ich werde ja nicht stärker, meine Schüsse werden ja auch nicht stärker, meine Waffen habe ich schon ewig nicht mehr verbessert, weil ich die gar nicht mehr verbessern kann. Alter, wie zum Teufel konnte ich den so verfehlen? Weil ich werde irgendwie nicht stärker, also meine Schüsse werden nicht stärker, ich bekomme pro Level Up mehr HP. Okay. Super. Sehe mich jetzt nicht. Spürt die jetzt hier nochmal. Die Gegner, die müssten ja eigentlich stärker werden. Aber ich glaube, Bethesda hat irgendwie daraus gelernt, Gegner irgendwie so ein bisschen zu balancing. Weil ich sehe auch gerade, die haben ja nur so Lederrüstung und so ein Dreck hier ausgerüstet. Der hat zum Beispiel keine Beinsachen. Das ist ja klar, der mehr. Der schneller kaputt geht. Ich glaube, in Oblivion war das noch ein Problem. Ich habe das Spiel ja nie so weit gespielt, aber
Weiß ich nicht. Da sind schon so ganz normale Gegner, die man irgendwie so auf den Straßen begegnen konnte. Mit irgendwie die stärksten Rüstungen im Spiel am rumlaufen. Also das macht schon irgendwie gar keinen Sinn. So im Standard halt, ne? Du hast einfach so durch die Gegend, da kommt jemand mit so einer, wie heißt die Dinger nochmal? Dedra-Rüstung. Irgendwie die stärkste Rüstung im Spiel ist. Und ja. Du weißt ja, so ein ganz normaler Bandit, ne? Nicht irgendwie so Abenteurer oder so, einfach nur so ein Bandit. Ganz normaler und kommt mit so super mächtigen Rüstungen und Waffen und also was um die Ecke. Weil das Spiel ja denkt, ja, du bist jetzt dieses Level und so, und die Gegner müssen natürlich auf demselben Level sein, weil sonst wird das Spiel zu einfach. Und ja, da war irgendwie ein Problem, habe ich so das Gefühl. Wie gesagt, ich habe Oblivion nicht so weit gespielt, ich habe überhaupt nicht weit gespielt, Oblivion. Mir war das Spiel irgendwie zu komisch. Wahrscheinlich, weil ich vorher Fallout 3 gespielt habe. Ich habe ja erst Fallout 3 gespielt, dann habe ich Oblivion versucht zu spielen. Und ja, ich habe schon so Gemeinsamkeiten gesehen, aber irgendwie war Fallout 3 in jeder Hinsicht besser. Dann habe ich irgendwann mal Skyrim gespielt. Und ja, versuchte ich wieder nach Oblivion zurückzukommen. Und ja, war auch nicht viel besser. Ja, in dem vierten Teil von The Elder Scrolls kam ich irgendwie nie rein. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal so ein Ding, ja, so ein Remake oder so. Oder allgemein ein neues Elder Scrolls Spiel. Die Elder Scrolls Spiele spielen ja immer in irgendeiner anderen Region. Skyrim, Oblivion war, glaube ich, irgendwie Tamriel, hieß das, glaube ich. Morrowind war der dritte Part, dritte Teil. Und ja, Morrowind war, glaube ich, von den Dunkelelfen. Tamriel war von den Kaiserlichen. Skyrim war von den Nord. Da sind noch genug Regionen, also weiß nicht, wie viele Rassen gibt es? 12 oder so. Und wenn man von jeder Rasse irgendwie hier ein Gebiet spielt, ein Kontinent. Also Auswahl haben sie genug. Mir ist auch vollkommen egal, welches. Ein Radio? Oder bin ich mir ein? Mir ist auch egal, welchen Kontinent das spielt. Hauptsache das Spiel ist wieder awesome. Wird dann natürlich auch Let's Play, aber erstmal bin ich ja hier mit dem Spiel beschäftigt. Ja, irgendwie kommt irgendwas. So. So, kann ich hier rein? Ja, komm du mal. Das ist der Meckernste leider für. Oh Gott. Ich hätte vielleicht mal ein Schwert mitnehmen sollen, aber ich habe halt direkt wieder nicht irgendwie zurückgegangen oder irgendwie sowas. Oh Gott. Diese Dinger, die machen irgendwie am meisten Schaden, habe ich das Gefühl. Nimm doch die Waffe. Was schießt du da auf mich? Oh. Ich habe gegen die Wand geschossen und mich getroffen, oder? Mann, das ist schwer hier. Was ist das? Das ist eine Roboterwerkbank. Okay. Konnte ich die jetzt schon irgendwie... So. Genau, versteckt, oder? Irgendwo außer Gefahr. Weil das Gebiet sieht jetzt irgendwie so aus, als wären da, weiß ich nicht, viel zu viele Gegner. Weil es werden ja hoffentlich nicht nur Roboter oder so hinzugefügt worden sein, oder?
Habe ich Granaten? Ich habe Impulssachen, okay. Sauber. Alter, das Ding, ne? Diese Art von Roboter von denen, ne? Die machen so einen Schaden. Da hol ich halt an. Geh weg. Alter. Der Schaden. Oh, und ab ins Klo. Ab ins Klo. Das ist zu. Nein. Ey, da mach mal. Meine Steampacks werden sowas von hier. Weg. Weg. Ah. Nein, keine Explosion, nachdem ihr stirbt oder so. Das ist nicht so gut. Oha. Boah, was ist mit deinem Arm los? Ich muss das jedes Mal reparieren. Alter. Oh, ich hab ein... Cool. Was? Was bist du denn? Ein eigener Aggressotron, ne? Das wäre doch geil. Okay, ich sehe schon, wie das hier funktioniert. Warte mal, sind das auch Mods? Ja, okay. Wir bewegen auch nicht viel, sehr gut. Okay, dann weiß ich wenigstens, was ich jetzt hier sammeln muss. Und du bist wieder repariert. Du sahst voll im Eimer aus gerade. Hey. Lass mal gucken. Kann ich dich jetzt hier irgendwie... Nee, okay, dann muss ich da dann eine Werkbank machen, okay. Machen wir das, nachdem ich hier alles erledigt habe. Okay, cool. Schon mal ein paar Teile hier. Wahrscheinlich nichts. Memos. Bei einem Kunden versichert defekte Einheiten zu erbringen. Aber in dieses Gebiet konnte man doch schon vorher reingehen, ne? Wären dann die andere Gegner gewesen oder so? Weil ich glaube, das Ding war schon seit Ewigkeiten auf der Karte. So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh, sind hier noch viel Gegner. Jünger. Ja, kann mal geschlossen bleiben. So. Oh. Die ganzen Gegner hier erkauen, wenn es geht. Ich finde den Rucksack auf ihren Rücken irgendwie gut. Weiß auch nicht wieso, das macht sie irgendwie menschlich. Also was Menschliches an sich, dass sie einen Rucksack auf ihren Rücken hat. Ja. Wie mache ich das hier auf? Überhaupt nichts hinter. Doch, das Right Away. Mach ich das auf? Irgendwo ein Kabel oder so? Nö. So, was ist, was ich mache? Ich hoffe, ich habe das Schwert noch.
werde nach diesem Part hier kurz nach meine Basis gehen und ich sag, da werden alles Roboterteile. Und dann werde ich hier mein Anti-Roboter-Schwert, das ich hoffentlich noch habe, ja, tschüss, mitnehmen. Da wird bestimmt noch sehr, sehr nützlich in diesem DLC. Und in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4, das Automatron DLC. Tschüss.